Nettchen Stern. Ein Stolperstein aus Nordheim. Das Haus Breite Straße 14 war das Geschäftshaus des Textilgeschäfts Louis Stern. Louis Stern ist 1924 gestorben und auf dem Nordheimer jüdischen Friedhof begraben. Seine Frau Nettchen wurde 1871 in Wolfhaben geboren. Sie übergab das Geschäft 1925 an Frau Laura Gutentag, einer schlesischen Jüdin, die 4 Jahre älter als Nettchen Stern war. Ihre beiden Töchter, Käthe und Lucy, hatten die Richenza-Schule besucht, geheiratet und waren 1933 mit ihren Ehemännern nach Palästina emigriert. Nettchen Stern meldete sich 1935 ebenfalls beim Einwohnermeldeamt mit dem Ziel Palästina ab, kehrte aber nach einem halben Jahr nach Nordheim zurück. Endgültig verließ sie die Stadt, wo ihr Mann begraben ist und sie über 40 Jahre gelebt hatte, 1938. In Hannover suchte sie Zuflucht in der Geborgenheit einer größeren Gemeinde. Von dort wurde die 70-Jährige dann nach Riga deportiert.